Nach der Untersuchung im Stand machen wir die gleiche Untersuchung sitzend, wo wir die Beckenlinie untersuchen, abdominale Linie, Schulterlinie und Schädellinie. Und wir gucken, finde ich das gleiche wie im Stand. Ist das Becken noch immer superior und anterior an gleicher Seite wie im Stand? Oder wechselt das? Dreht das Becken noch immer nach anterior links oder anterior rechts? Und ist das Becken noch immer superior oder inferior? Wenn ich nicht die gleichen Referenzen zurückfinde, dann kann ich sagen, dass dieser globale Zylinder sich noch adaptieren kann. Wenn ein System wechselt von Stand nach Sitzend in seine Bewegung, das bedeutet, dass das System noch funktionell ist. Ich nehme Kontakt via SIPS und fühle, ist das Becken global rechts, global links? Geht das noch immer? Ist das funktionell, ja oder nicht? Und das Gleiche mache ich am Diaphragma. Wie stehen die Rippen? Stehen die noch immer inspire, expire wie im Stand? Ich teste die Elastizität von den Rippen, rechts und links. Ich folge die Achse von den Rippen bei meinem Rigiditätstest. Wenn das elastisch ist, funktioniert das mehr in expire. Wenn das rigid ist, stehen die Rippen mehr in Inspire. Positions- und Funktionsuntersuchung. Gleichzeitig frage ich an Patientin eine Einatmung, Ausatmung und dieser Atmungstest konfirmiert, was ich bis jetzt gefunden habe. Und so teste ich die Funktionalität von Zwerchfell. Jetzt bin ich am Schulterlinie, globalen Eindruck Clavicula, rechts und links, Rotationstest, positionell und funktionelle Test via die Atmung. Und wenn ich Kontakt nehme, ein Finger oben Clavicula, ein Finger unter Clavicula, fühle ich sehr gut bei Einatmung, Ausatmung, was die Clavicula macht. Dreht sie nach posterior bei Einatmung und nach anterior bei Ausatmung. Wenn die Clavicula nicht nach posterior dreht bei Inspir und nicht nach anterior bei Expir, habe ich sicher eine Dysfunktion. Und das muss ich dann nachher analytischer testen.